Die Shenya auf Discord hat sich gewünscht, dass ich mal einen Skincare-Talk mache. Also, dass ich euch mal mitnehme, wenn ich meine Routine mache. Jetzt habe ich es mal am Morgen gemacht. Und ich würde sagen, nicht lange rumreden. Wir legen los nach dem Intro. Hi, hi zum ersten. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das nennen soll. Skincare-Talk. Die Shenya auf dem Discord, Discord-Link findest du unten in der Infobox, falls du da mal Bock hast. Die liebe Shenya hat mich direkt darauf angesprochen, hat mich gefragt, ob ich nicht ein Skincare-Talk, ich glaube, ich nenne es so, Skincare-Talk machen könnte. Ich probiere das jetzt heute einfach mal aus. Ich denke, das ist auch ganz interessant, mal zum einen über diese ganzen Dinge zu sprechen und zum anderen mal Gedanken auszutauschen zu den Produkten. Ich nehme zwar Hautpflegeroutinen auf, aber die ändern sich halt bei mir so schnell, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, um mal zu sehen, was ich so mache. Ich habe mein Gesicht schon gewaschen. Mein Gesicht ist jetzt gerade furztrocken, was nicht so gut ist. Weil als Mensch mit fettiger Haut, wenn das so trocken ist, bedeutet das für die Haut, ich fett mal nach. Also, ich verwende gerade, weil ich den halt eben vorstellen möchte, der ist schon recht leer. Ja, da ist schon einiges raus. Ich habe den jetzt ununterbrochen halt auch verwendet. Das muss man an der Stelle auch sein. Selbst einmal auf dem Kopf, aber da hat er mir nicht gefallen. Den AHA PHA Peeling Cleanser. Und ich muss sagen, er macht schon was. Die Haut mag es halt schon sauer, ne? Und auch der pH-Wert von dem Produkt ist in Ordnung. Es ist nur so ein Cleanser. Verweilt unwahrscheinlich kurz auf der Haut. Daher bringt es nur was, wenn du sowas ausschließlich machst. Also bei mir hat es dann auch grob eine Woche gedauert, bis ich dann im Spiegel geguckt habe und mal geguckt habe, so, mein Hautbild ist voll ruhig. Jetzt momentan geht es mir leider nicht so gut. Ich bin von heute aus gesehen vor 2 Tagen geimpft worden und ich habe Kopfweh. Mir geht's nicht gut. Ich bin schlapp wie Sau. Mein Arzt hat schon zu mir gemeint, wenn das jetzt über die 2-Tages-Schwelle rübergeht wieder. Bei mir war es beim ersten Mal auch kriminell. Muss man aber an der Stelle auch sagen, ich habe vergessen, mein Handy auszumachen. Bei mir muss man aber auch sagen, ey, mach mal kurz aus. Hi Bixby. Bitte lautlos. Funktioniert super. Bei mir muss man aber auch sagen, dass Impfungen im Allgemeinen bei mir immer sehr krass ausfallen. Ne? Daher bin ich dann nicht so dahinterher. Ich soll auch mal ein paar Sachen auffrischen, ja. Aber ich weiß halt immer so im Hinterkopf schon, irgendwas ist da. Also Grippeschutzimpfung ist bei mir ganz übel. Also ich habe das 2-mal gemacht und 2-mal ging es so bescheuert, dass ich mir gesagt habe, nee, mache ich nicht mehr, lohnt sich nicht. Also, genug zu meinem Gesundheitszustand. Deswegen ist meine Haut auch heute nicht ganz so geil. Aber wie schön, dass die Tageslichtlampe die haut wieder alles weg. Obwohl hier ist schon, aber das sieht man nicht, ne? Tageslichtlampe, aber das habe ich ja auch schon gesagt. Also, der da bekommt, also am Anfang dachte ich echt so, trocknet halt schon aus, weil ich merke das jetzt schon ganz stark, dass das halt echt trocken ist auf der Haut, aber wer reinigt halt nur sein Gesicht, das zählt wenn dann halt wirklich auch nur für Ölcleanser, da hast du dann echt hinterher nicht so, obwohl hatte ich auch schon ein trockenes Gefühl danach, ne? Also das unterschätzt man. So, ich will gerade das Hyaluron von Colibri leer machen, vielleicht hole ich mir dieses neue zum der Black Friday Woche. Mal schauen. Kommt noch was raus? Das war's dann. Interessant. Das war's dann tatsächlich. Super. Jedes leere Produkt ist für mich ja wirklich das Zeichen, was Neues ins Bad zu stellen. Weil da hinten ist echt voll grad. Da hinten ist echt voll grad. Und ich liebe Hyaluron. Ich mag das total gerne. Ich kaufe mir auch gerne dieses Isana-Serum.
das, was ich jetzt auch schon ein paar Mal in meinen Routinen drin hatte. So. Könnte noch ein bisschen mehr sein, aber ist in Ordnung. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte zuerst das hier drauf machen. Ich mache es jetzt danach drauf. Ist aber nicht so gedacht. Also flüssig, von flüssig zu fest immer. Das ist oberstes Gebot. Also zuerst das und dann das. Jetzt war ich wieder abgelenkt. Immer wenn ich rede. Mache ich es trotzdem drauf. Ich gebe mir das immer auf die Hand und nicht auf einem Pad oder so. Das Beste, was ihr machen könnt, ist auch ein Sprühkopf euch da drauf zu machen. Oder es in eine Flasche reinzufüllen, wo ein Sprühkopf drauf ist. Weil das ist ein Zeug, ist mir zu teuer, obwohl ich ja nichts bezahlt habe. Denn bei meiner Bestellung ist jetzt auch schon wieder, es war Anfang des Jahres, war es so, dass die ausgelaufen ist, die Flasche. Und dann kannst du dich an den Kundensupport melden und dann kriegst du halt entweder dein Geld zurück oder du kriegst noch ein Produkt, je nachdem. Und ich habe mein komplettes Geld zurückbekommen. Es war halt ungefähr so viel, war noch so viel drin. Ja, es war schon einiges weg, weil der Karton war nass. Aber ich hätte nie gedacht, und ich wäre nie davon ausgegangen, dass ich meinen kompletten Betrag wieder zurückbekomme. So. So, bevor ich jetzt aufmache, kommt jetzt mein No-Produkt. Das finde ich halt mega, mega gut. Das ist zum einen, kommt es auf meine Zornesfalte. Ich habe mit Retinol einfach echt gute Erfahrungen gemacht. Ich werde es mir von Face Theory mal ein Retinol bestellen. Aber ich bin ein bisschen irritiert. Das stärkere Produkt hat ein Retinoid drin, mit dem sie Werbung machen, und das schwächere ein Retinol. Bin jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, was sie machen soll. Wahrscheinlich nehme ich das stärkere, aber mal gucken. Bei Retinoid ist es halt so, muss man halt immer gucken, ob es der Haut was bringt, weil die Haut muss das, oder der Körper muss das erstmal umwandeln in der Haut. Aber ich finde schon, dass es was bringt. Ich habe halt voll die Augenringe. Normalerweise nie. Aber wie gesagt, vorgestern Abend geimpft worden, wo man es auch drauf machen kann, ist hier. Moment, da kommt mal wieder nichts raus. Also bei mir hat Retinol gerade bei diesen zwei Zornesfalten, die eine ist zwar schon noch da, wenn ich so mache, sieht man sie ja schon, aber wenn ich normal die Stirn habe, sieht man sie halt nicht mehr, und das habe ich halt durch Retinol weggekriegt. Natürlich auch ein Zusammenspiel der anderen Produkte, die ich sonst auch so anwende, aber das ist schon krass, ne? Das ist schon krass. So. Jetzt habe ich eine Augencreme noch, die ich leer machen möchte. Danach gibt es erstmal keine Augencreme mehr. Ich bin nicht der Typ für Augencremes. Das ist die hier. Ich brauche das auch nicht. Ich habe so eine fettige Haut, auch unter den Augen. Das macht halt echt einfach gar keinen Sinn. Ist auch fast leer. Ist auch fast leer. Ich spare gerne so Schritte ein. Aber momentan ist meine Routine, jetzt meine Morgenroutine natürlich, momentan ist meine Routine halt sehr ausgeprägt, besonders am Abend. Gestern Abend war ich so am Ende, ich hatte dann auch Schüttelfrost, da war dann nichts mehr mit Routine. Das ist auch okay, wenn man es mal weglässt. Was ich ganz gerne im Moment nehme, ist die Amelsi Whip. Gibt es auch mit Sunscreen, also mit SPF. Aber man darf sich dann nicht verleiten lassen und denken, wenn ich da die Amelsi Whip nehme, dann brauche ich keinen Sonnenschutz mehr.
Denn da brauchst du erst recht Sonnenschutz, weil von Cremes trägst du nie so viel auf, wie du von Sonnenschutz brauchen würdest. So, da ist Niacinamid drin, da ist aber auch ein Vitamin C-Derivat drin, was ich gerne unterm Sonnenschutz verwende, weil das so ein bisschen boostet. Oder so ein bisschen viel boostet. So. Jetzt bin ich noch ein Produkt am leer machen. Boah, ich freue mich voll, dass es leer ist hier. Jetzt bin ich noch ein Produkt am leer machen, nämlich die parfümierte Variante von der Visan. Ich werde mir da die unparfümierte in große auch noch holen. Die kleine habe ich. Die ist echt nicht schlecht. Aber momentan verwende ich halt ausschließlich die, weil, wie schon gesagt, ich will sie leer machen. Das ist echt schade, gerade bei koreanischer Kosmetik. Ich wollte mir ja die Purito holen, ne? Aber da ist auch Plastik enthalten. Das vergesse ich so oft. Das vergesse ich so oft in letzter Zeit. Ich bin da so unaufmerksam geworden, weil es halt so viele Marken inzwischen gibt, die darauf achten. Aber es ist halt immer noch kein Standard. Also ich bin nicht so mega genau mit der Menge an Sonnenschutz, die ich auftragen sollte. Ich halte mich jetzt heute eh fast ausschließlich dran auf. Aber für einen Sonnenschutz nehme ich mir schon immer Zeit, obwohl ich schon auch ungeduldig bin. Die brennt bei mir auch nicht in den Augen, obwohl sie beduftet ist. Aber ich freue mich, wenn die leer ist. Sowas Beduftetes wie die habe ich noch nie erlebt. Aber die Creme ist halt mega gut. Die funktioniert bei mir mega, mega gut. Von der kannst du halt echt auch genug auftragen. Klar, irgendwann wird es dann auch schmierig, aber das geht schon. Bin mal gespannt, wie die neue von Face Theory ist. Ob die immer noch so balmig ist, weil von der kannst du nichts nicht genug auf. Also von der alten hast du nicht genug auftragen können. So was Fettiges. Deswegen probiere ich mal die neue. Mit 20 Euro ist die allerdings relativ teuer. Also die geht ja schon über den Preis hier drüber. Aber man will halt auch mal was Neues probieren. Die Purito hätte ich gerne probiert, aber wenn da Plastik drin ist, mich frustriert das ein bisschen. Mich frustriert das wirklich. Als ob wir nichts draus gelernt hätten. Wisst ihr, ich gehe halt so vor. Also bei manchen Sachen kannst du es halt nicht so wirklich vermeiden, wie jetzt beispielsweise bei Kleidung. Da bin ich halt extrem nachlässig. Ich trage halt auch Kunstfasern. Also werden auch Kunstfasern ans Wasser abgegeben. Das darf man halt nicht vergessen. Deswegen sage ich, Kosmetik, versuch ich drauf zu verzichten. Versuch's, ich sag's ja schon. Mir passieren auch oft Fehler. Man hat es ja in den Style & Talk schon gesehen, dass ich halt doch dann auch irgendwann mal irgendwie ein Produkt hatte, wo es dann doch auch drin war. Ganz schlimm ist halt auch Kajal und solche Sachen, wo du es halt nicht, wo du es halt nicht reindenken würdest. Ne? Aber zu Visan oder sowas ist tatsächlich nichts dran. Jetzt habe ich natürlich einen recht krassen Glow im Gesicht. Aber das ist schon okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, ja, euch hat das Video gefallen, den kleinen Schnack am Morgen. Und ich melde mich jetzt mal wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Zeig mir bitte mit den Daumen, ob du dieses Format magst oder nicht magst. Also ob ich es nochmal machen soll oder ob ich es lassen soll. Also bitte Daumen geben. Und wenn das
nicht so gut findest, gerne auch einen Daumen nach unten geben. Ich sage danke fürs Einschalten und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!